Ja, hi, ist der Carsten von Session und ich zeige euch heute das Roland FP7F. Hier in der Farbvariante Schwarz, das Ganze gibt es auch noch in Weiß. Und gerade gehört habt ihr den Supernatural Piano. Das ist also das Soundflaggschiff, kann man schon fast sagen, von Roland. Mit einer extrem großen Dynamik, den hat man ganz gut gehört eben. Und das Tolle hieran ist, man kann diesen Supernatural Piano nach seinem persönlichen Geschmack einstellen. Das Ganze geht wie folgt. Es gibt einen Piano-Designer. Und jetzt kann ich hier verschiedene Parameter dieses Piano-Klangs einstellen. Lid, das steht für den Deckel, also der Flügeldeckel, wie weit der geöffnet oder geschlossen sein soll. Dann geht es hier weiter über die Dämpferresonanz, die Hammer-Lautstärke, das heißt die Hammer-Noise, was der Hammer für einen Ton produziert, wenn er an die Saite schlägt und zurückfällt. Die Hammer-Response. Duplex Scale, das ist die Saitenstimmung untereinander der drei Saiten, die Saitenresonanz an sich, die Key of Resonance, das heißt, wenn man den Ton loslässt, und sogar die Gehäuseresonanz, das heißt, da die Resonanzfrequenz des Klaviergehäuses. Alles das kann ich hier einstellen, allerdings, wie gesagt, nur bei dem Supernatural Grand Piano. Es gibt noch mehr Pianoklänge. Wenn man hier in der Pianogruppe einfach mit dem Plus weitergeht, kommt man auf Grand Piano 2. Und so ein Piano-Pad-Sound, den kann ich auch gerade nochmal spielen. Ist also ein Pad gleich mitgesampelt. Ein Grand Piano 3 gibt es noch, Magical Piano, das ist eher was aus dem Synthesizer, nein, das ist ein Klavier, nur so einem speziellen Synthesizer-Klang obendrauf. So eine Art Bell Piano ist dabei. Dann das Rock Piano. Piano mit einem Chor gelayert und dann natürlich noch der beliebte Honky Tonk, Western Piano, verstimmt, detuned gegeneinander. Und dann gibt es noch ein Cembalo in der Pianogruppe. Auch mit dem schönen Key-Off-Effekt. Ja. Coupled Harpsichord, das sind also zwei Cembalos oktavversetzt. Und das war's für die erste Piano-Gruppe. Gehen wir mal weiter auf die zweite Gruppe. Haben wir jetzt die E-Piano-Section. Geht los mit dem schönen Vintage-Piano. Ein Tremolo-Effekt drauf. Ein Pop-E-Piano, ein 60s-Piano, das war alles ein bisschen Wurlitzer-mäßig. Für ein paar FM-E-Piano aus den 70ern, hier nochmal ein 70s-E-Piano, Stage Phaser, ein Electric Grand, das ist dann sowas Richtung CP80. Klavinett darf auch nicht fehlen und ein Vibraphon, eine Marimba, Celesta. Ja, und noch so ein paar besondere E-Piano-Sounds. So, in der Orgelgruppe gibt es zwei Arten von Orgeln. Einmal die Drawbar-Organs. Diese Drawbar-Organ-Setups kann man auch verändern. Das ist das Schöne, auch das zeige ich mal gerade. Edit Tone Wheel, da habe ich es. Ich gehe einfach drauf und jetzt kann ich die einzelnen Orgelsounds verändern. Ich mache mal hier gerade den ersten. Da sieht man jetzt die gezogenen Register. Sehr schön hier blinken jetzt die Register, die man anwählen kann. Und wenn ich hier den zweiten anwähle, geht auch mein Pfeil dann
auf den zweiten bzw. dritten, je nachdem welchen Regler ich haben möchte. Jetzt möchte ich mal hier den sechsten ziehen. Jetzt mit Plus ziehe ich den Regler einfach auf. Man hört es auch sofort am Ergebnis. Ja, das Ganze gibt es noch gerade mit Percussion, auch die lässt sich einstellen. Also ich sehe die Drawbar Organs, die kann ich hier komplett editieren. So, auch da gehe ich wieder raus. Ihr seht, automatisch hat er dann die Einstellung für die erste Drawbar übernommen. Also speichern ist da nicht notwendig, er übernimmt das automatisch, was ich an den Einstellungen verändere. Gehe ich mal weiter. Da gibt es ein paar verschiedene Voreinstellungen. Hier. So, jetzt kommen die fertigen Samples, das heißt, da haben wir eine Combo Jazz Organ. Auch hier ist ein kleiner Rotor Speaker Effekt drauf. Ja, da gibt es noch jede Menge mehr Auswahl an. Und jetzt kommen die Kirchenorgel, Church Organs. Das ist quasi so eine Art Harmonium. Schlussendlich noch ein Akkordeon. Ja, ich könnte jetzt noch die ganzen anderen Soundgruppen durchgehen. Das sind alle Sounds, die sind von sehr guter Qualität. Also da gibt es auch keine Ausreise nach unten oder nach oben. Die sind allesamt sehr brauchbar. Wir haben noch eine Guitar-Bass-Section und dann natürlich von Roland ganz bekannt der Jazz-Scat. Jazz-Scat-Core. Darf auch nicht fehlen bei Roland. Dann noch ein paar Gebläse-Sachen und die Drum-Sets. Warum ist das alles drauf? Weil das Gerät natürlich auch General MIDI-Files abspielen kann. GS2, also GS-Modus, GM2 und XG geht alles mit dem Teil. So, kommen wir nochmal zu den Grundfunktionen zurück. Ich gehe nochmal auf mein Supernatural Grand Piano 1 zurück. Das kann ich natürlich layern mit jedem anderen Sound. Die Bedienung ist ganz einfach. Ich tippe einfach einen zweiten Sound mit an. Jetzt wird er automatisch hier mit dem Grand Piano 1 gelayert. Wenn ich den zweiten Sound gedrückt halte, kann ich hier auswählen, mit welchem Sound ich das machen möchte. Ja, zum Beispiel die Synth Strings zusammen mit dem Piano. Ja, die Synth Strings sind jetzt sehr leise im Vergleich zu dem Grand Piano. Auch diese Balance lässt sich einstellen. Früher ging das mal mit dem Balance Regler. Der ist jetzt allerdings, das zeige ich euch gleich, für das Verhältnis zwischen der Begleitung und dem eigentlichen Keyboard, also den Sounds, den wir spielen können, zuständig. Diese Balance zwischen den beiden Layers, die kann ich wiederum im Funktionsmenü einstellen. Da ist die Dual Balance. Einfach mal draufgeklickt und jetzt kann ich hier im Verhältnis das Verhältnis der beiden Sounds zueinander einstellen. Gut, dann noch die Split-Funktion, die haben wir hier, auch sehr einfach zu bedienen. Einmal gedrückt wird das Klavier unterteilt in zwei Bereiche. Den Split-Punkt selbst, den finde ich raus, indem ich das Ganze festhalte. Jetzt kann ich hier einfach den Split verändern, indem ich einfach eine Taste drücke. Und ich kann natürlich auch den Sound verändern, welcher Sound gesplittet werden soll. Zum Beispiel jetzt ein Fretless Bass. Thank you.
Das mal zu den Grundfunktionen. Das ist ja jetzt nichts Besonderes werden. Die meisten sagen, das kann ja eigentlich jedes Piano. Nur was hat das FP7F noch an Bord? Das ist jede Menge. Und da kommen wir jetzt mal links vom Display in die Sektion. Gut, Metronom, das ist jetzt auch noch nichts Besonderes. Aber dann geht es schon so langsam los mit unserem Session Partner. Der Session Partner ist quasi eine Art Begleitautomatik, die in verschiedensten Weisen benutzt werden kann. Aktiviere ich die von der Werkseinstellung her, passiert Folgendes. Ein Pattern wird in einer festen Reihenfolge abgespielt. Ich bekomme hier jeweils auf der linken Seite den aktuellen Akkord, also die aktuelle Harmonie angezeigt, auf der rechten Seite vom Pfeil die Folgeharmonie. Wenn man das ein bisschen trainiert, kann man da sehr schön mitspielen. Also das ist eine Funktion, das heißt, es laufen fertige Harmonien ab. Ich habe hier eine Auswahl zwischen ganz vielen verschiedenen Patterns. Ja, also es sind insgesamt, glaube ich, knapp 100 drin. Ja, von den verschiedenen Stilen. Jetzt ist natürlich, sagt jetzt, ja gut, aber das ist ja immer die gleiche Akkordabfolge, das stimmt. Aber auch diesen Session-Partner kann ich programmieren. Auch hier wieder im Funktionsmenü gibt es einen Reiter Session-Partner. Da klicke ich mal an. Jetzt kann ich hier verschiedene Sachen einstellen. Der Part Select selber sagt mir, was möchte ich denn überhaupt hören. Das heißt, wenn mir eine Schlagzeugbegleitung reicht, dann sage ich Drums und dann kann ich komplett den Keyboard-Sound zu den Drums spielen. Das heißt, ich höre keinen Bass und keine Akkorde mehr. Drums and Bass ist dann natürlich mit der Bassspur. Da ist auch dann wichtig, welche Harmonien kommen. Und das ist halt die volle Begleitautomatik. Ich lasse es jetzt mal einfach auf Drums und Bass. Gehe wieder raus. Und jetzt kann ich hier noch Intro Endings einstellen und jetzt kommt das Wichtige, nämlich der sogenannte Auto Chord Program Switch. Den schalte ich jetzt mal, oder bin ich zu schnell gewesen? Den schalte ich jetzt mal aus. Und jetzt passiert Folgendes. Ich gehe jetzt wieder zu meinem Session Partner. So, jetzt wartet er schon mal auf eine Eingabe von mir. Das heißt, er läuft jetzt nicht los, weil es gibt ja kein fertiges Akkordmuster. Ja? Aufmerksame Beobachter hat jetzt gesehen, dass meine linke Hand in dem Fall die Harmonien steuert. Das ist also quasi wie beim richtigen Keyboard. Ja. Ich kann aber auch, wie gesagt, einfach nur Drums wählen und dann kann ich über das komplette Keyboard spielen und er macht mir einfach nur einen Begleittrack dazu, also eine Drum-Track. Gut, das ist der Session-Partner. Wie gesagt, man kann ihn vielseitig programmieren, man kann auch eine feste Harmonie einstellen. Das würde jetzt aber zu weit führen, hier die kompletten Funktionen zu erklären. Und ihr habt ja sicherlich heute noch was vor. So, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Links vom Session Partner befindet sich der Looper. Der Looper ist im Prinzip sowas Ähnliches wie der Session Partner. Er stellt auch eine Begleitung zur Verfügung, aber damit kann ich schon was viel Tolleres machen. Das zeige ich jetzt mal anhand eines kleinen Beispiels. Hier sind vorgefertigte Abläufe drin. Loops, die zwischen 4 und 16 Takten lang sein können. Momentan ist hier gewählt ein Bossa Nova. Gleiches Prinzip. Ich habe die Möglichkeit, hier die Akkordfolgen zu sehen. Der aktuelle und der Folgeakkord. Das Besondere ist aber jetzt, alles, was ich spiele, wird quasi übereinander geloopt. Wie beim Gitarrenlooper. Ich denke mal, das gehört das gerade mal. So, er spielt meine gerade soeben gespielte Begleitung einfach weiter. Jetzt kann ich ganz in Ruhe einfach einen neuen Sound auswählen. Nur die
Velo-Strings nehmen und eine weitere Spur overdubben. Auch die übernimmt er mir und jetzt kann ich entweder dazu was anderes begleiten oder einfach einen Solo-Sound aussuchen und dazu jammen. Ja, das war der Looper. Und das Tolle ist, was man da gerade diese kleine Aufnahme, die man gemacht hat, kann man hier links mittels eines USB-Sticks dann einfach abspeichern. Das Ganze dann als Wave und ja, eine kleine CD machen. Und das Schöne ist jetzt noch mit dem Looper in Verbindung funktioniert auch der Mikrofoneingang des Instruments. Den haben wir nämlich auch noch auf der Rückseite. Dafür gibt es hier auch eine extra Funktion, die nennt sich MicHarmony. Das ist das Tolle dran. Er macht jetzt nicht nur den Gesang, das ist ja nichts Besonderes, ein Mikrofoneingang, aber er kann auf den Gesang eben auch noch Harmonie-Effekte legen, sprich eine zweite oder eine dritte Stimme. Das Ganze lässt sich natürlich auch wieder einstellen. Nicht nur die Lautstärke des Harmonie-Levels, also das heißt, nicht nur die Lautstärke der zusätzlichen Stimmen, sondern eben auch, ich kann auswählen, will ich ein Duett oder Trio oder sollen wir vier Gesangsstimmen dazu machen. Und das ist also fast schon ein kleines Recording-Tool hier und macht auch für Live-Auftritte Sinn, weil ich dann einfach nur das Gerät brauche, keinen kleinen Mixer mehr, kein Effektgerät mehr, schließe ein Mikro an, habe vielleicht eine Sängerin dabei und kann hier nur mit dem Instrument einen kompletten Gig spielen, weil ich habe Schlagzeug an Bord, ich habe gute Sounds an Bord und einen Mikrofoneingang für Gesang. Also das ist eine richtig durchdachte Lösung. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen, die ich zum Abschluss zeigen möchte. Einmal finde ich eine sehr wichtige Sache. Hier gibt es einen Equalizer. Diesen Equalizer kann man auch ganz einfach einstellen. Man aktiviert ihn. Jetzt gibt es hier verschiedene Kurven, die einfach so eine gewisse Grundeinstellung machen. Also eine Mittenanhebung, wenn es eher etwas klassischer sein soll. Eine Bassanhebung habe ich jetzt selten benutzt, ist jetzt eher nicht so praktikabel. Eine Höhenabsenkung wird man auch eher selten benutzen, es sei denn, man ist mal in einem sehr hellhörigen Raum unterwegs, dann kann das Sinn machen. Eine Höhenanhebung ist wiederum sehr interessant, weil ich auch mal ansonsten, wenn sehr bedämpfte Räume sind, hat er trotzdem einen schönen knackigen Ton und setzt sich durch. Sehr einfach zu bedienen, der EQ, kann man hier einfach dazu schalten. Und dann noch eine Funktion auf der linken Seite, das ist der Audio Key. Der Audio Key macht im Prinzip was Ähnliches wie der Looper, nämlich er samplet Audiodaten. Allerdings kann man die ähnlich eines richtigen Samplers dann auf Tasten ablegen. Es gibt hier unten einen Tastaturbereich, ja, von einer Oktave. Da kann jede Taste einen anderen Loop abspielen. Ich zeige euch gerade mal, was man dann machen kann. Hier ist vom Werk aus was vorprogrammiert. Das heißt, ich drücke jetzt mal hier. Hier wird die verbleibende Zeit fürs Intro angezeigt. Einfach mal so ein paar schöne Audio-Loops hier drauflegen, dann hat man nochmal eine Abwechslung im Spiel, kann sich sogar ganze Songs hier zusammenbauen mit verschiedenen Parts. Auch diese Audio-Keys lassen sich über den USB-Stick belegen. Ja, ich denke aber, das war ein ganz grober Überblick über die Möglichkeiten des Roland FP7F und vielleicht noch eine eigene Meinung zum Schluss zu der Tastatur. Die Tastatur spielt sich wirklich sehr, sehr gut. Also ist diese neue PHA 3
Mechanik, auch mit diesem Ivory, Touch, also mit dieser Beschichtung nochmal, die eine sehr schöne Griffigkeit erzeugt. Das heißt, man bleibt nicht so kleben wie bei Kunststofftasten, das ist sehr griffig. Es gibt aber einen Nachteil und ich weiß nicht, ob man es jetzt in dem Video hört. Überlegt euch das, wenn ihr ein hellhöriges Haus habt. Die Tasten sind sehr laut. Das ist einfach konstruktionsbedingt und man muss es mal ausprobieren, ob dein das stört oder nicht. Wenn man jetzt vielleicht kleine Kinder nebenan schlafen hat, dann ist es, kann es eventuell zum Problem werden. Also da hatten wir auch schon Kunden, die das dann gesagt haben, Mensch, ist die Tastatur aber laut. Das vielleicht als kleines, aber wirklich als einziges, was man jetzt nachteilig über das FP7F sagen könnte. Das ganze Gerät wiegt noch erträgliche 24 Kilo für das, was es kann. Es hat ein 2x12 Watt Lautsprechersystem drin. Das reicht auch schon mal für Räumlichkeiten, um mal ein bisschen eine Probe zu beschallen oder so. Also insgesamt finde ich es ein super Teil, macht unglaublich viel Spaß und bei uns könnt ihr das natürlich wie immer sehr risikolos kaufen, denn ihr habt bei uns 33 Tage Geld zurück, Garantie und ein 66-tägiges Umtauschrecht. Da würde ich sagen, probiert es mal aus und holt es euch. Der Carsten, ciao.